Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Hees82 mit einer neuen Review für euch. Und in den letzten Tagen kamen da wirklich sehr viele Reviews auf meinem Kanal heraus. Dank Cablet, die mir diese Filme zur Verfügung gestellt haben, konnte ich den Film mir angucken und habe dann für Cablet auch natürlich auch eine Review gemacht mit meiner persönlichen Meinung zu diesen ganzen Filmen. Und eigentlich hätte auch dieser Film mit eigentlich AK-47 gestern schon rauskommen sollen, aber vorgestern ist dann die Emma schon recht bald zu uns ins Wohnzimmer gekommen und mit mir dann zu kuscheln im Bett. Also muss ich leider abbrechen, aber ich habe jetzt diesen Film eben dann heute früh noch ganz zu Ende geguckt. Und es geht hier nämlich um Robert the Bruce. Und ich muss wirklich gestehen, ich habe mich auf diesen Film extrem drauf gefreut. Ein Historienfilm, mal wieder, wo man sich angucken kann, ohne irgendwelche Fantasy-Einlagen zu sehen. Ich sage jetzt mal wieder King Arthur, ja, diesen furchtbaren Film. Ja, hier habe ich mir gedacht, okay, es kann eigentlich nichts schief gehen, denn es ist auch so fast die inoffizielle Fortsetzung zu Braveheart mit Mel Gibson. Ja, und ich habe mich so drauf gefreut, denn ich liebe Braveheart. Ich liebe wirklich diesen Film extrem. Der Film ist wirklich episch, von vorne bis hinten. Die komplette Lebensgeschichte wird hier von William Wallace erzählt, von Anfang bis zum Ende. Also nicht vom Anfang, aber es ist einfach eine wunderschöne Geschichte hier, wirklich mit Heldentum und mit Emotionen mit dabei bei diesem Film. Und dieser Film hat mich auch überzeugt. Natürlich auch die Musik von James Horner hier ist auch überragend. Und wir sehen hier auch den Robert the Bruce auch schon in diesem Teil. Und auch hier spielt Angus McFadden auch Robert the Bruce in Braveheart. Und 25 Jahre später spielt er ihn nochmal Robert the Bruce in diesem Film. Und hier sehen wir nochmal, wie er damals ausgesehen hat. So hat er ausgesehen. Und auf jeden Fall, da dachte ich mir, okay, es kann jetzt nichts mehr schief gehen. Also wirklich, das war für mich ein Film. 123 Minuten, das wird sicher ein Spaß. Und ist ab 16 freigegeben, also hoffentlich mal nicht so viele CGI-Schlachten. Okay, wo fangen wir jetzt an bei dem Film? Wir fangen einfach mal an, über den Film an sich zu sprechen. Der Film ist aus dem Jahr 2019, ist wie gesagt aber FSK 16 freigegeben und geht 124 Minuten. Regie führte hier Richard Gray, der eigentlich jetzt wirklich nicht sehr bekannte Filme gemacht hat. Zum Beispiel The Evil Within oder auch Sugar Mountain. Die beiden Filme kenne ich jetzt persönlich überhaupt nicht. Dann haben wir eben hier in den Hauptrollen Angus McFadden, der auch das Drehbuch und das Produzent mit dabei ist, eben hier in der Hauptrolle Robert the Bruce, der eben auch schon bei Braveheart Robert the Bruce war und hat auch mitgespielt bei Saw 3 bis 5 und auch bei Californication hat er ein paar Folgen abgespielt. Dann Jared Harris ist der John Kerman, hat mitgespielt bei Chernobyl, eine überragend geniale Serie, kann ich auch jedem empfehlen. Natural Born Killers, Lincoln, auch ein sehr schöner Film und der seltene Fall des Benjamin Button, der mir auch extrem gut gefällt. Und die Anna Hutchinson spielt mir mit als Merrick und sie haben gespielt bei Anger Management, also die Wutprobe in Sandform und auch in Spartacus. Also haben sie schon wieder ein bisschen nackt gesehen. Kann mich aber nicht mal an sie erinnern. So, um was geht es eigentlich bei Robert the Bruce? Und da sind wir schon mal, denke ich mal, einer Meinung, wenn man so einen Titel liest, Robert the Bruce, ist für mich jetzt so ein Teil, okay, das ist jetzt die Lebensgeschichte, wie bei William Wallace, ja, wie er Schottland die Freiheit schenkt, wie er dazu hinkommt, was er alles durchmachen muss in diesen ganzen Jahren, das habe ich jetzt hier erwartet. Ja, der schottische König, Robert der Bruce, ist auf der Flucht von der englischen Armee. Am Ende seiner Kräfte pflegen ihm eine Witwe mit Familie, ihn gesund und begleiten ihn dann auf, als er sie aufmacht, um die lang ersehnte Freiheit Schottlands einzufordern. Klingt sau spannend, ja, und man freut sich schon auf diesen Kampf von Schottland. Aber dazu später mehr. So viel dazu schon mal zu der Handlung von dem Film. So, ein bisschen Produktionsnotizen gibt es auch. Leider habe ich jetzt keine Information darüber gefunden, wie viel Budget dieser Film gehabt hat. Es muss nicht sehr viel gewesen sein. Leider. Leider. Muss man wirklich sagen, leider. Ja, der Film wurde das erste Mal im Februar 2018 angekündigt. Und wieder hier spielt Angus McFadden wieder die titelgebende Rolle, auch eben schon von Braveheart. Und die Dreharbeiten begannen im Februar 2019. Ja, Problem war bloß, dass halt eben dieser Film nicht in Schottland gedreht wurde, sondern eben in Yellowstone River in Parasite Valley, südlich von Livingston.
Und zwar bei schneebedeckten Hügeln, die eben nicht in Schottland spielen. Der Film wurde erstmal am 23. Juni 2019 in Edinburgh International Film Festivals erstmal gezeigt und der Kinostart war am 28. Juni 2019. Und eigentlich hätte dieser Film am 24.04.2020 gezeigt werden sollen zu der 700. Jahrestag der schottischen Unabhängigkeitserklärung, mit dazu natürlich auch noch Braveheart, aber durch Covid-19, durch Corona, ich kann dieses Wort auch nicht mehr hören, wurde der Film abgesagt und deswegen konnte es leider nicht gezeigt werden. Weltweites Einspielergebnis von diesem Film waren knapp 100.000 Dollar oder Pfund, britische Pfund kann man sagen, also 98,000 Pfund, also ist nicht sehr viel gewesen. So, okay, und jetzt kommen wir mal zu meiner Meinung. Ich tut mir leid, ich bin jetzt nicht gerade nett. Ich versuche es wirklich so nett wie möglich zu machen. Ja, also ich habe immer noch diesen Film hier, ich muss ihn nochmal dieses Meisterwerk wirklich in die Kamera halten. Braveheart. Ich habe ihn, trotz alledem, es ist ja auch eine inoffizielle Fortsetzung, kann man fast sagen, zu Braveheart. Ja, es wird ja eigentlich auch hier, wird ein bisschen über William Wallace auch noch gesprochen. Ach, schöner Film. Klick jetzt mal weg. Okay, also, trotz alledem habe ich ein bisschen die beiden Filme natürlich verglichen, ist natürlich völlig klar, denn sie sind auch von der Machart her wirklich fast gut gemacht, also gleich gemacht natürlich. Dafür einfach, denke ich mal, das Budget würde ich jetzt hier bei diesem Film behaupten, denn ansonsten hätten diese Filme auf jeden Fall ein bisschen ernster gemacht werden können. Wir kommen erstmal zu den positiven Aspekten von diesem Film. Also, für mich persönlich eine besondere Historienfilm mal wieder, der wirklich auf kein CGI setzt, auf keine Fantasy-Elemente mit reinsetzt. Das ist für mich das Beste an dem ganzen Film, es ist wirklich realistisch gemacht worden. Die Kämpfe sind nicht hier komplette CGI-Schlachten, wie sie zum Beispiel, ich nehme immer gerne wieder King Arthur in diesen Bereich mit rein, weil ich finde diesen Film einfach sowas von schrecklich gemacht, total Humbug und total nichts, was der Realität irgendwie von Arthur Sage irgendwas noch vor sich hat, ja. Und das ist für mich einfach nur grauenhaft gewesen. Hier wirklich war wunderschöne Kämpfe. Sie waren halt nicht episch, okay, ja, aber muss ja auch nicht sein. Das war einfach das Budget, denke ich jetzt mal wirklich hier. Es wurden echte Kämpfe durchgeführt mit Schwert und Speere. Genial. Es fließt auch Blut. Bei den meisten neuen Fantasy-Filmen, bei den neuesten Historienfilmen, ja, da kämpfen die mit Schwerter ohne Ende, aber es spritzt kein Tropfen Blut. Nicht. Und hier, es fließt Blut, halt nicht in Mengen, aber es passt. Genau so sollte es sein. Wir haben ja auch einige bekannte Synchronsprecher zu hören, wenn man genau hinhört, zum Beispiel ganz gleich am Anfang haben wir Tommy Lee Jones zu hören von dem englischen König. Dann haben wir noch den Gerard Butler, ist hier eben die Synchronstimme von Robert Zemeckis. Ich mag auch diese Stimme, sehr tiefe Stimme. Dann Alan Harper, da habe ich ewig überlegt, Mensch, ich kenne diese Stimme irgendwoher, woher kenne ich diese Stimme? Aber dann, meine liebe Frau, hat es herausgefunden, der Alan Harper von Two and a Half Men. Und wie immer, fast bei jedem Film von Cate Blanchett, muss man wirklich sagen, die Synchronsprecherin von Penny, von der Kelly Coco, von der Big Bang Theory, auch hier wieder mit dabei. Also man hat hier wirklich schon ein bisschen die Synchronsprecher auf jeden Fall schon mal sehr gut im Gehör und es hört sich auch ganz gut an. Ja, aber leider war es das auch schon mit den ganzen positiven Aspekten von diesem Film. So, der Film geht 124 Minuten, habe ich schon mal erwähnt. Ja, eigentlich 124 Minuten und das ist echt eine lange Zeit für diesen Film. Denn es passiert bei dem Film nicht sehr viel. Nein, wirklich nicht. Also ich war wirklich... Also wo ich dann mit der Emma dann ins Bett gegangen bin, weil sie dann mit mir kuscheln wollte, sage ich, Schatz, es sind 1,5 Stunden von dem Film vergangen und es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ja. Also am Anfang, okay, ist eine kurze Kämpfe mit dabei, ja, und auch eine heftige Szene mit dabei. Und dann ist halt eben Robert Zemeckis auf der Flucht und er findet ihm dann die Familie und dann wird er gesund gepflegt. Und das war's dann. Also es war immer noch dann das
um halb, also anderthalb Stunden, nachdem der Film angefangen hat, war immer noch dasselbe. Es heißt ja auch hier, ne? Gesund pflegen. Und das ist hier das Problem. Der Film wird eigentlich nur gesund gepflegt. Also es ist wirklich, die Handlung ist wirklich extrem fad. Langweilig kann man auch schon fast bezeichnen, obwohl ich eigentlich trotzdem, ich habe ihn wirklich komplett angeguckt, also ich bin eingeschlafen, gar nichts. Er war auf jeden Fall schon interessant. Die Landschaftsaufnahmen sind auch wirklich schön gemacht. Auf jeden Fall wunderschöne Landschaftsaufnahmen, aber man sieht es irgendwie auch an, das kann nicht Schottland sein. Also so große, weite Flächen oder so große, weite Wiesen, das ist unglaublich weit gewesen. Das ist 100 Kilometer weit, kann man ja gucken. Also es war mir auch alles zu unrealistisch. Dann die Musik, okay, die war okay. Ja, man hat diese schottischen Klänge wieder gehört, hier Dudelsack hört man heraus, ja. Aber es kommt einfach nicht an diese epische Musik von Braveheart an. Das ist klar, James Horner war einfach überragend, ja, hier überragend. Also der Soundtrack passt auf jeden Fall, das will ich hier extrem negativ machen. Aber das Problem ist, dieser Film hat einfach so viel Potenzial verschenkt von diesem Film. Robert Z. Bruce. Ich finde sogar, diese ganze Titelgebung ist einfach komplett verkehrt. Robert Z. Bruce. Für mich ist Robert Z. Bruce dann ja auch ein Freiheitskämpfer gewesen, der dann den Krieg für William Wallace fortgesetzt hat. Habe ich mir mal irgendwie durchgelesen hier. Und dann wird das so eine fade Geschichte erzählt von diesen paar Monaten in dem Winter, wo er dann wieder zu sich selbst findet. Warum? Warum? Man hätte diesen Film so episch machen können mit einem Anfang mit einem Freund, mit William Wallace, vielleicht auch nur mal kurz Mel Gibson mal aufdrehen können, ja, für so eine Vergangenheitsrolle, obwohl er schon gestorben ist, ist ja klar, aber halt einfach nur mal so, dann halt eben dann diese ganzen Kämpfe dann, und dann das Schluss, dieser finale Kampf zur Freiheit, ja, dann mal das wird gezeigt. Es war einfach, dann ist der Film einfach raus. Also es war einfach ein, also wirklich Potenzial verschenkt, hoch 10. Ja, hoch 10. Bei diesem Film hätte man so viel machen können. Und es wäre ein überragend, ein epischer Film gewesen, wie auch Braveheart. Aber das war einfach nur ein Aufguss von irgendwelchen Ressourcen, die man gebraucht hat. Klingt echt heftig, aber es war für mich so. Wirklich, es war für mich ein ganz langweiliger Film. Die letzten halbe Stunde, okay, die ging ja wieder ein bisschen, aber auch da waren halt auch die letzten paar Kämpfe. Es war halt wirklich nichts halb und nichts Ganzes. Es war einfach nur so eine Zwischengeschichte von diesem großen, langen Film. Nur halt eben auf 124 Minuten gestreckt. Ja. Tut mir leid, liebe Cablet-Filmemacher, also liebe Cablet, dass ich jetzt hier so eine schlechte Review machen muss, aber ich gebe diesen Film nicht mehr als 6 von 10 Punkten. Für mich der schwächste Film von diesen ganzen Filmen, die ich jetzt hier angeguckt habe, von Cablet, ist das hier wirklich der schwächste Film. Und für mich der beste Film war AK-47, Kalaschnikow. Ja, den fand ich wirklich überragend. Wenn man die ganzen Reviews mal angucken möchte, einfach mal anschauen, wird sich echt für euch mal lohnen. Vielleicht gibt es ja einen anderen Film, der auch irgendwie sehen könnte. Also ich habe auch einige Überraschungen erlebt jetzt bei diesen Filmen jetzt hier, aber bei diesem Film war ich wirklich sehr, sehr traurig, dass das so ausgegangen ist. Wirklich, ich habe mich auf diesen Film wirklich am meisten drauf gefreut. Jawohl, endlich wieder ein Historienfilm mit keine Fantasy-Elemente, bleiben so ein Scheißdreck, was man eigentlich braucht bei so Historienfilmen, die ja auch auf wahren Begebenheiten, wo halt mal gewesen sind. Ja, das war von 1306, ja, das kann einfach keiner mehr nachvollziehen. Aber es war halt auf jeden Fall realistisch und das ist auf jeden Fall auch schon mal das große Positive von diesem Film gewesen. Aber ansonsten halt eben nicht viel mehr. Okay, liebe Filmfreunde, das war nun meine Review zu Robert Z. Bruce und ich hoffe, ich konnte euch diesen Film einreden oder ausreden, das weiß ich jetzt nicht genau, wie es so zu sagen ist. Ich gebe diesen Film, wie gesagt, 6 von 10 Punkten, es ist einfach nicht mehr drin bei mir. Und ja, wenn ihr den Film schon gesehen habt, seid ihr derselben Meinung wie ich oder komplett anderer Meinung? Was laberst du für eine Scheiße? Komm, der Film ist überragend. Schreibt es in die Kommentare rein, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Denkt jetzt auch nochmal dran, heute am Freitag gibt es hier auch noch Voice Goes to Apple, die Folge Nummer 23. Leider gibt es dann erstmal keine Videos mehr von uns beiden, erstmal aus dem Grund, ich habe keine mehr. Das war das letzte Exemplar von unseren Videos. Wir müssen mal gucken, wann wir uns das nächste Mal treffen, lieber Apple und ich. Aber wird auf jeden Fall passieren. Ja, okay, das war's von mir und bis dann, tschüss mit Ö und...
Thank you.